Herzlich willkommen, liebe Leute. Herzlich willkommen zur geilsten News Show auf YouTube. Herzlich willkommen zu Intro. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. Nee, fuck. Anderes Intro. Liebe Leute, es ist wieder soweit. Wir sind hier wieder zusammengekommen, um die wichtigsten Ereignisse der YouTube-Deutschland-Welt zusammenzutragen. Vielen Dank für dieses ganze positive Feedback auf der letzten Folge. Ich weiß, es ist eine Informationslücke da, die gefüllt werden muss. Und deshalb sitzen wir hier und reden darüber. Fangen wir an. Erste News. Liebe Leute, es gibt Stress, weil YouTube-Kanäle gelöscht werden könnten. LeFloid hat ein Bild geteilt, wo die AGBs von YouTube drin sind, wo steht, hey, wir können deinen YouTube-Kanal löschen. Ja, blanke Panik, bis aufgefallen ist, das steht schon seit Jahren in den AGBs. Das hat aber investigative News-Reporter wie Herr Newsham das Artikel 13 beerdigt wird! Nicht davon abgehalten, darüber zu berichten. Und er ist deswegen mal wieder komplett ausgerastet und die Ereignisse haben sich überschlagen. Ja, bis dann gemerkt wurde, dem ist ja gar nicht so, wie schon auf Twitter gesagt wurde. Danach sah sich Herr Newster mit einer Falschmeldung konfrontiert, die er ja verbreitet hat und hat gesehen, okay, ich muss dagegen etwas tun, ich muss das richtigstellen. Aber eine normale Richtigstellung ist ja ein bisschen schwer, sich normal zu entschuldigen ja auch. Deshalb muss man so tun, als hätte man jemanden umgebracht. Ja, es soll nicht passieren, es darf nicht passieren und es ist passiert. Und ich würde auch jeden Shitstorm hierzu nachvollziehen können. Ja, tragisch und so schlimm und so. Wir von der TubeTube-Redaktion können nur raten, vielleicht mal auf die Menschen auf Twitter hören. Gronkh geht unter die Whistleblower. Leute, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Disney Plus ist angelaufen. Nicht in Deutschland, aber es hat wohl keinen Menschen davon abgehalten, das trotzdem zu sehen. Und es gibt auch eine Star Wars-Serie und Gronkh hat ein Bild gepostet, was passend ist zu dieser Star Wars-Serie, was ich jetzt nicht posten werde. Eigentlich ist mir Star Wars scheißegal, aber manchen anderen nicht. Und er hat gesagt, oh, guckt mal. Und alle haben gesagt, what the fuck, warum spoilerst du das Ende dieser Serie? Und dann hat er gesagt, das war aber nur ein Promobild. Und da wurde gesagt, nee, schade. Also, eventuell hat Gronkh das große Staffelfinale bei einer großen Serie geleakt. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber eines ist sicher, unter Axel Voss, unter Artikel 13, wenn der schon in Kraft wäre, dann hätte es das nicht gegeben. Katja Krasavice ist Impfgegnerin. Oder, weiß ich nicht, irgendwas läuft gerade nicht richtig bei ihr. Die allgemeine Impfpflicht für Masern wurde eingeführt in der Bundesrepublik Deutschland. Hossa! Endlich sterben nicht mehr Menschen an Masern. Dachte sich nicht Katja Krasavice, denn sie hat einen wütenden Rant in Instagram-Stories gepostet, dass die Menschen doch endlich mal aufwachen sollten, weil sie ja kontrolliert werden von den Medien und der Regierung. Und sie hat sich klar gegen das Impfen ausgesprochen und als Beweis kann sie auch sagen, ja, sie oder auch viele andere, die sich nicht geimpft haben, sind lange nicht krank geworden. Und ja, ich als Wissenschaftler und Spiegel-Bestseller-Autor kann nur sagen, das ist ein solides Argument, dass, wenn du nicht gegen Typhus geimpft bist, du nicht an Grippe erkrankst. Clever ausgekontert, den Körper. Fun Fact, seitdem ich gegen Typhus geimpft bin, habe ich auch noch nie Mumps bekommen. Ja, bisschen merkwürdig, dass Katja dagegen ist, sich etwas in den Körper zu spritzen. Aber nun gut, wollen wir Dummheit in diesem Format weniger Aufmerksamkeit widmen und das mit den Worten eines weisen Mannes abschließen, der auf Twitter geschrieben hat, Impfgegner ist man auch nur so lange, bis man am eigenen Körper merkt, wie schön Tetanus und Diphtherie wirklich sind. Weiser Mann, weiser Mann. Vic hat Beef mit Stay. Der Streamer und YouTuber Stay regt sich über alles auf. Diesmal gab es einen fetten Beef auf Twitter, weil Vic gestreamt hat und Wer wird Millionär im Stream gespielt hat mit anderen Streamern. Er ist zu denen in den Chat gegangen und hat ihnen Fragen gestellt und ihnen dafür Geld gegeben. Ja, fand Stay natürlich blöd. Dann hat er zu Vic nämlich gesagt, er soll sich mal wieder verziehen mit seinen 10 Euro, weil er keinen Bock hat auf ihn und lieber seinen eigenen Content machen möchte. Und Vic hat gesagt, wow, cool Story, danke, Bro. Dann wurde sich heftig angebieft und alle haben sich gefragt, warum klären die das nicht persönlich? Und da man weiß, dass Stay immer auf Konfrontation aus ist, falls du das hier siehst, bitte mach's nicht bei mir, weil ich habe absolut keinen Bock drauf. Man kann's machen, es ist bestimmt gute Promo, aber ich habe absolut keine Lust. Die nächste News kommt aus unserer allseits beliebten und bekannten und geliebten Kategorie Weltrekorde. Die zwei Moderatoren von Das schaffst du nie haben einen Weltrekord aufgestellt. Die waren nämlich 72 Stunden am Stück live. Was erstaunlich ist, weil ich nicht mal 24 Stunden am Stück wach sein kann. Aber hey, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, nächste Woche sehen wir in dieser Kategorie noch mehr von euch. Zum Beispiel, wie viele Marshmallows kann ich mir auf einmal in den Mund stecken? Oder wie hart kann ich mir mit einer Bratpfanne gegen den Kopf hauen? Im Moment hält den leider Leon Mascher. Kommen wir zu einer weiteren coolen Kategorie, nämlich Kategorie Update. Hey Leute, in dieser Kategorie gibt es ein Update zu einer News aus der letzten Folge. Letztes Mal ging es darum, ApoRed's Fortnite-Kanal wurde gelöscht. Oh nein. Ja, weg, aus, vorbei. Und heute werden wir gucken, was ist daraus geworden. Ja, der Kanal ist immer noch weg, aber
Das macht überhaupt nichts, weil er hat einfach einen neuen aufgemacht und macht jetzt weiter. Trick 17 für alle die, deren Kanal gelöscht wird, falls weitere YouTuber zugucken, denen das passiert ist. Ja, ziemlich clever, weil genau das gleiche macht er auch mit seinem Real-Life-Kanal. So einfach kann das sein auf YouTube. Leute, das waren die nicesten News der Woche in diesem Video zusammengetragen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr findet, dieses Format ist besser als alle anderen News-Formate, gebt ein Like, teilen, kommentieren, Abo, alles. Da kann ich nur sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, euer Herr News-Time.